Hallöchen, Freunde des Radsports und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycles Karriere mit Erik Zabel. Und ich mache direkt weiter. Ich hoffe, ihr habt heute entweder die Tour de France gesehen oder ihr guckt euch das Video an, bevor ihr die Tour de France guckt, denn heute startet die richtige Tour de France und für Erik startet hier heute auch die Tour de France und ihr kriegt jeden Tour de France Tag, kriegt ihr auch eine Erik-Etappe bei der Tour de France. So, jetzt kommt erstmal der Monatswechsel, da haben wir eine neue Stufe durchschlagen. Da gibt es nur einen Fähigkeitenpunkt. Beim nächsten Mal dürfen wir uns dann wieder verbessern. Fähigkeiten. Ja, ich probiere das jetzt mal aus. Ich gebe jetzt hier nochmal einen auf dem Netzwerk. Mal sehen, ob wir dann jetzt auch schon 3 Punkte vergeben dürfen. Kann natürlich sein, dass das jetzt nicht geht, weil gerade erst... Nee, dürfen wir. So, dann wäre das nämlich auch geklärt. So, ich gebe das hier wieder auf DSM, weil da fahren sehr viele Deutsche. Und da ich von... Natur aus ein Viertel Holländer bin, weil meine Großmutter Holländerin war, fahre ich doch gerne für Holländer. Allerdings sind wir hier immer noch nicht auf grün. Nochmal dürfen wir das nicht machen. Also wir müssen jetzt diesen Balken nach oben pushen durch gute Leistung. Und wir hoffen mal, dass wir die dann bei der Tour de France auch bringen können. Ja, Kalender können wir wieder anpassen. Kann auch weg. Wir sind auch schon bei der ersten Tour de France-Etappe. Da würde ich doch mal sagen, da gehen wir mal rein in die Tour de France. Ihr bekommt jetzt natürlich immer nur eine Etappe, ist ja klar, wenn wir ne, jeden Tour de France Etappentag auch eine hier im Manager bringen wollen, dann können wir immer nur eine machen. Ja, wir sollen hier Etappensieger einfahren. Ja, Sprinter werden wir ja wohl der Beste sein im Team. Ah, ja, Lawless ist knapp dahinter, aber wir sind halt insgesamt besser. So, hier haben wir das Magazin. Ich glaube nicht, dass wir bei den Favoriten dabei sind, weil die Sprinter hier, die werden alle krasser wie wir sein. Bestimmt fast alle 83 und 82. Bis jetzt waren es nur 83er. Hier ein 81er, 82, 81, 82, 82 und 81. Interview mit uns gibt's nicht. Dauert bis gleich. Hello ladies and gentlemen. Welcome to this Grand Depart in the Nice Hinterland. We have an unusual route for this first stage because in a rare event for the Tour de France, the riders will have to complete 3 big circuits. However, that probably won't upset the scenario of the stage, which should end in a bunch sprint on the Promenade des Anglais. Jo, und da ist der Kommentator fertig. Herzlich willkommen zu unserer ersten Tour de France, erste Etappe. Wir sollen hier unter die ersten 10 kommen. Ja, angesagt hat er plus 3, bekommen wir 0. Super. Und so lange läuft unser Formhöhepunkt auch nicht. Er geht irgendwann mitten in der Tour de France weg. Das ist natürlich schade. So, der kann ein bisschen sprinten, der Rio. Ja, der kann noch besser sprinten, der Dujardin. Ah ja, mit Lawless haben wir einen richtig guten Sprintanfahrer. Und Lempe ist auch mit dabei. Also Lempe, Bourgaudon und Lawless, die fahren auf jeden Fall für sich selber. Ach, Rio ist auch ganz schön stark. Ja, und Latour ist auch nicht verkehrt. Wir haben eigentlich ein relativ gutes Team dabei. Stimmt, das hatte ich gesehen im Ladebildschirm. Da sind einige mies drauf. Dann gönne ich mir den Latour. Du bewachst. Nee, du bewachst unseren Sprinter, den Lawless. Und du bewachst unseren wahrscheinlich, weil man der hat 74. Oh, Latour ist sogar am Berg noch besser. Aber du bewachst erstmal den anderen Anfahrer, weil für mich das Wichtigste ist das Sprinttrikot. So, auf geht's. Erste Tour de France, wie geil ist das denn? He's launching an attack. There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on TV. Schön, ein bisschen weiter zurück, Zabel. Things are heating up in front. Weiter zurück. Jetzt fahren wir auf dem Tempo. Das Blut zurückfallen ein bisschen einfacher.
So, ich denke mal, hier kannst du bleiben. Na, der Rest ist noch weit genug weg. Da können wir erstmal in die Action Cam gehen. Hier vorne drei weg. Hinten das Feld. So, jetzt im Tempo fällt auch wieder raus. Mal gucken, ob noch was geht. Und es ist ganz nice, dass wir die Tour de France erwischt haben, wo der Kommentator die Etappen auch so richtig ansagt. Weil die ja auch wechseln, das macht er nicht immer. The breakaway has now got over a minute on the pack. Und sie wird sehr schwer. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Ja, hier scheint die Luft aber raus zu sein. Ja, da sind sie noch ein bisschen von weg. Ja, aber da passiert erstmal nichts. Können wir uns die Gruppe angucken. Ja, die Tour de France hier, die ist sehr, sehr schwer. Es gibt ganz wenig Flachetappen. Ganz viele Bergetappen und auch viele Hügeletappen. Deswegen wird es ein bisschen schwierig, das Sprinter-Trikot zu holen. Davon abgesehen, sind die anderen Sprinter alle deutlich besser. Riders, who want to go it alone. Wahrscheinlich gar nichts am Hügel. So, die Wertung haben wir. Ich mal sagen, sammeln wir jetzt gleich bei der Abfahrt. Uh-oh, the gap is widening. It's now more than two minutes. The peloton seems content to let it grow. Die Abfahrt ist aber noch ein bisschen really doesn't look interested in following the breakaway. Things have slowed right down. Wir setzen da mal hin. Oh, die Gruppe ist gleich in der Abfahrt. Und wir auch. Aber schön wieder im Meistertrikot zu fahren. Zweite Mal hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, in der letzten Folge ist das klar gegangen. Und unter Umständen, ja, werden wir jetzt immer Meister, weil wir ja bei dem Team unter Umständen fahren, wo wir ganz viele deutsche Helfer haben. So, mal das Team ranholen. Burgundy, dann beides in vorne, oder? Zumindest noch. Die fahren auch schon Tempo. Ja, ist doch schon gut weg, die drei da vorne. Wir fahren drei ungefähr gleich auf. Lawless, Desjardins und Burgundy. Kommen wir alle nicht weiter nach vorne. Alter! It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. The pack is beginning to cut the lead. Alter, ist das schwer hier nach vorne zu kommen? Aber naja, es ist halt auch die Tour de France, ne? Ja, Desjardins hat es gleich geschafft. Jetzt schon hier mit 85 kaum noch voran. Lempe ist als nächstes dran. Lempe ist vorne. Lawless ist auch gleich vorne. Reicht. Dann fehlt nur noch Burgundy. Der rauscht auch gerade durch. Der ist mir zu weit vorne. Und Lempe auch. Da haben wir ein ganz gutes Team dabei. Bin mal gespannt, da bin ich. Bergetappen. Ob ich da dann Arbeit leisten muss? So, aber jetzt sind wir mal in der Lage, mal ein bisschen zu zappen. Ich denke mal, Wasser holen wir nach dem nächsten Hügel. Eine Strandpromenade in Nizza.
Ja, also nach dem Hügel brauchen wir das Wasser auch dringend. Wenn nicht schon vorher, oder? Ah, der Sprint um die Bergwertung. Aha, he's trying to give his pals the slip. Und er hängt wieder hinterher. Da, wir setzen weiter. Ja, ein bisschen müsst ihr noch ohne Wasser aushalten. Ja, letzten Meter des Anstiegs. Der macht dich mal auf den Weg. Noch blinkt keiner, aber ich denke mal, es geht gleich los. Wir sind weiter. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich habe das so ein Gefühl, weil wir ja im Moment Star sind. Ich habe das Gefühl, wenn wir nur eine einzige Etappe hier gewinnen sollten, dass wir dann Superstar sind, weil wir halt eine Tour de France Etappe gewonnen haben. Ja, da haben die eben auch gerade angefangen zu blinken, aber rechtzeitig Wasser bekommen. Mit viel Glück reicht's fürs Ende. Stimmt ja, bei der Tour de France gibt's ja immer mehr Punkte, ne? Also für mehr Leute. Ah, ja, ja, ja. 2017, da gibt's richtig Punkte. Aber, ich hänge jetzt schon so weit hinter. Und die machen mich bestimmt eh bei dem Zwischensprint platt. Die hole ich mir dann, wenn ich einen Angriff fahre. Wieso sind wir auf 55? Da muss ich nicht aufgepasst haben. Schön erstmal Zabel runtergedreht. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, da gehen die krassen Sprinter auch schon ab. Ja, alle besser wie ich. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich nur Energie verbraucht und ich muss mich halt auch bei jeder Etappe am Ende so gut qualifizieren, wie es so geht. So, letzte Hügel. Die nächste Etappe ist, glaube ich, die Hügel-Etappe. Na, Lawless ist zwar am Hügel nicht so gut, aber das müsste er eigentlich noch gut überstehen. Breakaway in the leading group. Ja, Bourgodeau hat auf jeden Fall den besten Puls. Bin ja mal gespannt, wie Bergetappe kommt. Weil La Tour We've got just one third of the race left to run. Now is not the time to give up watching. So, da haben wir mal ordentlich Gelb verloren. Ah, ich denke mal, wir können noch ein bisschen setzen hier. 2,5 Minuten sind die vorne noch weg. Ich hoffe mal, dass ich meinen Gelben wieder voll bekomme. Jetzt passiert irgendwas. Kommt keine Wertung. Was caught in a fall. Ah, zum Glück irgendwo hinter uns.
Weiter seppen. Bisschen Gelb hatten wir eben zurückbekommen. Jetzt geht erstmal wieder ein bisschen weg. Aber zum Glück geht es da relativ steil nach unten gleich. Ah, etwas über die Minute. Also die kommen auf jeden Fall nicht durch. So, jetzt geht's runter. Ja, Gelb kommt wieder. Unter 30. Jetzt passiert hier irgendwas. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. A fall has just happened in the peloton. Several riders are on the ground. Ey, bergab. Alle blinken rot. Zabel, aber so langsam kannst du doch mal wieder ein bisschen reintreten in die Pedalen. Du fällst mir ein bisschen sehr weit zurück. Aber er ist wieder dabei. With less than 20 kilometers to the line, the breakaway still holds more than a minute's lead. Things are far from over. So, Bourgodon und Lempe. Packen wir mal in Gruppe 2. The pack's deficit is being cut back. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Lawless hinter Lempe. Zabel hinter Lawless. Und Lempe, wo ist Bourgodon? Da kann man, wenn es geht, ein bisschen vorfahren. Macht er aber nicht mit 87. 89 auch nicht. 15 kilometers to the finish line. The pack has just reeled in the escape group. Und Lempe da ranhängen. Aber Bodo kommt selbst mit 99, glaube ich, nicht nach vorne. Ne, dann lassen wir das so. Well, we can see that the pack is increasing the pace. Nehmen wir die Lempe. There are just 10 kilometers left. While the pack is getting close to the finish line, everybody seems to agree that the stage will be won in a sprint. Da kommen wir irgendwie mal weiter nach vorne. Man merkt, dass es Tour de France ist. Tempo ist immens hoch. Oh, war wir hier mal weg. Only 5 kilometers left. Boah, Lawless ist nicht an Lempe dran. Wo ist Lawless? Da. Was kann Zabel noch reißen? The group is slowly thinning out due to such a frantic pace. Alter! Well, nobody can. Oh! It was very well deserved. So knapp. So knapp am ersten Sieg vorbei. Unfassbar. Oh, gib mir, ey. Warum hast du dem Zabel hier den Sieg geklaut? Das ist letzter gewesen. Wenn ich die erste gewinne, wir waren schon mal knapp dran. Gut für unsere Sprinterpunkte. Hier deutsche Meister am Rand durchschießt. Boah, quasi fast gleichzeitig. Kriegen wir jetzt diese Kamera mit den Rädern? Das wäre nice. Kommt erstmal hup, schrapp, schrapp.
doch vorne, oder nicht? Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Jetzt können wir es wirklich ganz genau sehen. Ey, da kommt sie alle. Ich konnte es nicht richtig erkennen. Naja, sagen wir mal, das Spiel hat das richtig gewertet. Mit dem zweiten Platz können wir, denke ich mal, mit unserem Team auch echt zufrieden sein. Ja, sind wir auch insgesamt Zweiter. Und bester Jung... Oh, nee, er ist auch immer noch Jungprofi, der Gilme. So, allgemein Sprinter-Trikot sind wir auf dem vierten. Ja, der Gilme hat beim Zwischensprint welche geholt. Ah, im Moment 13 hinter. So, der Manager findet das natürlich auch toll, weil er nur wollte, dass wir 10. werden. Haut uns gleich mal 20 Punkte raus. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr mit der ersten Tour de France-Etappe euren Spaß hattet. Wir sehen uns dann morgen zur zweiten Tour de France-Etappe. Und ich sehe gerade, es ist eine Bergetappe. Bis dahin, bis denn und ciao.